Ach, so ungewohnt, dass die Kamera jetzt schon direkt da ist. Normalerweise würde das so, so. Und dann so. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, ich weiß gar nicht, woher ich jetzt gerade noch. Egal. Auf jeden Fall, hallo, herzlich willkommen, ne? Jetzt kann ich eigentlich auch wieder viel Scheiße labern, weil ich sowieso schneiden muss. Weil, natürlich, herzlich willkommen erstmal zu Resident Evil 2 Remake. Ich freue mich so sehr, weil ich habe seit 2 Tagen die Spiele hier liegen. Dann eigentlich seit 3 Tagen, weil seit vorgestern. Habe es sofort installiert und da musste ich heute auch noch so lange arbeiten. Und das wusste ich auch schon, ne? Das war ja das Schlimme so. Deswegen hatte ich heute Morgen gepostet, so, ich wünschte, ich wäre so verantwortungslos, wie es vielleicht, eventuell, ich will es keinem unterstellen, aber manche vielleicht sind so die, ne? Und so weiter. So, jedenfalls komme ich nach Hause und wie ich ja so bin, ich möchte euch natürlich teilhaben lassen an meinem Glück und will das natürlich aufnehmen und OBS will natürlich wieder nicht, irgendwas ruckelt, irgendwas zieht, blablabla, alles funktioniert wieder nicht, deswegen mache ich es jetzt mit Shadowplay. Ich erkläre es ganz kurz, deswegen rede ich auch so schnell, weil ich will auch unbedingt zocken, weil ich seit einer Stunde hier sitze und wieder irgendwie die Aufnahme versuche hinzukriegen und es funktioniert nicht. So. Jetzt mache ich das mit Shadowplay, bedeutet aber, dass ich wieder rendern muss, weil ich nehme halt ja nur mit Shadowplay jetzt hier das hier auf, zumindest mit Kamera, obwohl ich die Kamera echt scheiße finde. Also nicht nur das Face in der Kamera, sondern generell einfach, weil es direkt so in der Ecke gequetscht ist. Es ist viel zu klein, wenn ich die große nehme. Außerdem sieht das aus, als würde das hinterherziehen so ein bisschen, ne? Oh Gott, ey. Ich kann da aber nichts einstellen bei Shadowplay. Ne? Ich kann wieder die Farbe einstellen. Ihr wisst ja, dass ich auf Schwarz-Weiß stehe. Noch kann ich die Größe, wo es hin soll, außer links, rechts, unten, links, unten, rechts und so. Naja, auf jeden Fall bin ich nicht so glücklich mit, wie ihr merkt. Aber ich möchte, dass das Spiel an sich einfach eine gute Qualität hat, dass es nicht ruckelt und so weiter. Das ist mir schon wichtig, ne, wenn ich das jetzt aufnehme. Und ich habe natürlich immer Angst bei Shadowplay. Was hatten wir bei Black Mirror 4? Genau, Audioausfälle. Man merkt es natürlich nicht, während man spielt, weil ich sehe ja nur, dass ich aufzeichne. Ich sehe aber nicht, was passiert. Deswegen mag ich ja OBS so gerne, weil man da immer die ganze Zeit alles sieht, auch wenn mir das manchmal nicht auffällt. Gar keine Frage. Haben wir auch schon gehabt, keinen Ton und die Shade merkt es erst eine halbe Stunde später oder so. Oder wenn wir live spielen, das nehme ich drauf aufmerksam ab. Jedenfalls habe ich gerade hier ganz kurz zumindest den Regen einmal aufgenommen und das sah mit Shadowplay zumindest ganz gut aus. So, und ich will halt einfach zocken. Und wenn das jetzt mit der Aufnahme nicht klappt, dann muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, dann spiele ich einfach nur für mich allein und nehme es nicht auf. Weil das ist mir echt, echt manchmal, vor allen Dingen bei solchen Spielen, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe. Wo ich mich schon ewig drauf freue, da habe ich keine Lust, echt stundenlang noch da zu sitzen. Ich bin einfach zu blöd dafür, muss ich einfach so sagen. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Ich habe mir schon 30.000 Sachen durchgelesen und trotzdem habe ich immer wieder Probleme, die richtigen Einstellungen für bestimmte Spiele zu finden. Why? Ich weiß es nicht. Wenn irgendeiner von euch da draußen unter euch jemand ist, der sich damit super gut auskennt, sehr gerne, dann tausche ich mich mit diesemjenigen jedes Mal aus, wenn ich Aufnahmeprobleme habe bei einem neuen Spiel. Ich weiß nicht, warum. Bei manchen Spielen läuft es sofort super gut und bei manchen, ich meine, das ist auch sehr performance-lastig, habe ich schon bei den Einstellungen gemerkt. So, ich musste welche Sachen ein bisschen zurückschrauben. So, und jetzt höre ich auch auf zu labern. Kann mir selber schon nicht mehr zuhören. So, ich weiß nicht, warum er anzeigt. Boah, ich hoffe auch Outer City und so, das läuft alles, ne? Ich nehme jetzt eine Aufnahme auf. Ich werde das dann auch direkt rendern, damit ich euch das heute noch hochladen kann. Ob ihr das jetzt heute noch sehen könnt, weiß nicht. Wir haben hier schon 20 vor 9. Ich glaube ihr nicht. Weil 4K zu rendern dauert auch eine ganze Weile. Und wenn, dann kommt es heute Nacht irgendwann raus. Ich habe auch erst überlegt, live zu streamen, aber das hat sich ja dann erledigt, weil es mit OBS halt einfach nicht flüssig läuft. Boah, die Kamera, ne? Ich bin so unzufrieden mit dieser Kamera. Vor allen Dingen ist sie so unscharf einfach und ich verstehe nicht, warum. Also, naja, auf jeden Fall, warum er sagt, Spiel laden. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nichts getan. Ich schwöre. Deswegen kann er auch fortsetzen, eigentlich auch nichts tun. Ja, vielen Dank. Sonst glauben die Zuschauer nachher, ich hätte das Spiel schon durchgespielt. Natürlich glauben die, würden die mir das auch glauben, wenn ich das sage. Obwohl, wenn ich heute tatsächlich blau gemacht hätte, hätte ich ja schon fast 24 Stunden jetzt Zeit gehabt. Ja.
Neues Spiel. Ach, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so. Entschuldigung. Habe ich euch eigentlich schon mein T-Shirt gezeigt? Hier, guck mal, das hatte ich glaube ich noch nicht an, oder? Hatte ich das schon an? Walking Dead von der letzten Gamescom? Ich habe immer die gleichen T-Shirts an. Ne? Ich habe so viele T-Shirts und die will ich euch eigentlich mal zeigen. Und dann ziehe ich trotzdem immer meine Lieblingsshirts an. Also, was nehmen wir denn? Leon S. Kennedy oder Claire Redfield? Ich stehe voll auf Leon. Ich finde ihn ja super heiß. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Kennt ihr eigentlich alle Resident Evil? Kennt ihr alle Teile? Kennt ihr diesen Teil? Fragezeichen. Wisst ihr, ja, es ist ja diesmal ganz anders. Es ist ja kein Remastered, es ist ja diesmal wirklich ein Remake. Das heißt, da kommen ja ganz viele Sachen auch zu, die wir sowieso nicht kennen, auch wenn wir den zweiten Teil schon gespielt haben. Claire Redfield. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Ich muss mit Leon anfangen. Ich muss einfach. So, jetzt die Frage. Schwierigkeitsgrad. Assistiert für Spieler, die eine einfache Steuerung bevorzugen. Zielhilfe, teilweise Autoerholung der Gesundheit geht also schwer. Das nehmen wir auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ne, kein Luffys, ne? Der normale Spielmodus, da ist gar nichts erklärt. Was heißt normal? Keine Ahnung. Jede Speichern erfordert ein Farbband. Das finde ich gut. Kein Autospeichern. Das kennen wir sowieso aus Resident Evil. Das ist eigentlich Standard. Aber jetzt kommt der Knacko, Paco, Sacko. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. der Knackpunkt wollte ich eigentlich nur sagen. Stärkere Gegner. Da steht allerdings nicht, dass wir weniger Munition haben. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was ich nehmen soll. Ich habe heute Morgen schon drüber nachgedacht. Für Arbeit so. Voll konzentriert auf der Arbeit natürlich. Habe ich drüber nachgedacht. Ich muss mal einen Schluck. Ich habe mir gerade ein kleines Käffchen gemacht. Aber nur ein kleines, weil ich kann nicht die ganze Nacht zocken. Auch wenn ich es gern würde. Ich bin hin und her gerissen. Jetzt, Sisse, ich bräuchte einfach euch jetzt zur Entscheidungsfindung. Es ist einfach solche Sachen, da müssen wir eigentlich zusammen entscheiden. Weil für die ersten beiden Sachen bin ich absolut dafür, aber stärkere Gegner. Weißt du? Und bei Standard, ich finde das doof. Oh. Er geht sofort los. Raccoon City, eine Industriestadt im Herzen Amerikas, in der Leon S. Kennedy seinen Dienst als Polizist antreten sollte. Auf seinem Weg zum Revier erregen die Trüben. Ey, ich wusste, dass es so schnell weggeht, deswegen habe ich schon extra schneller gemacht. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Schlafen. Nein, nein, nein.
niemand da? Komisch. Also bei mir hat es jetzt gerade auch ein bisschen geruckelt, was ich mir irgendwie nicht erklären kann, weil ich extra, also von den Einstellungen her hat mir Resident Evil eigentlich gesagt, müsste das alles gut klappen. So, hättet ihr auch eigentlich dabei bleiben können, das waren jetzt nur ein paar Sekunden, vielleicht habe ich es auch jetzt nicht rausgeschnitten. Ja, das ist schon... um einiges angenehmer. Sieht jetzt natürlich auch wieder ein Ticken schlechter aus. Ich hab's, ich hatte ja in der Vorschau gesehen, wie es aussieht, wenn ich alles auf High... Aber das würde einfach nicht gehen. Das würde mein Rechner tatsächlich nicht mehr packen. Ich glaube, ich muss Ende des Jahres muss ich mir einen neuen holen. Hallo? Irgendjemand da? Stimmt was nicht. Es stört mich auch ungemein bei Shadowplay, dass ich mich die ganze Zeit links oben jetzt auch selber sehe. Das stört mich bei der Atmosphäre super krass. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Let's dance. Komm runter. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, hör nicht näher. Was zum Teufel? Stopp! Ich schieße! Alter. Bin ich direkt wieder... Du Drecksau. Bleib liegen. Verdammt! Bleibst du liegen? Kann ich nachladen? Achso, ich habe, wie ich direkt die ersten beiden Schüsse wieder verkackt habe, ey. Obwohl der auch so langsam war, ne? Aber ich bin so aufgeregt. Vielleicht erstmal gucken, ob ich Muni einsammeln kann. Ah, ein Schlüssel. Nehme ich gerne. Storage Room. Ah, dieses gleiche Menü. Geil. Das, oh. Hallo? Frauenpizza. Alles, was das Herz begehrt. Der guckt auch nicht mal hier nach, ob der Typ hier unten, ob der... Das kann nicht sein. Was zum? Kannst du jetzt mal bitte liegen bleiben? Kann ich den nicht auf den Kopf treten? Das geht doch normalerweise. Damit man weniger Munition braucht. Wichtige Objekte. Wenn Sie ein Objekt sind, benutzen Sie Inventar. Ja. Das bitte benutzen. Ich weiß nicht, warum ich da rein möchte, aber anscheinend möchte ich das. Ach so. Ja, okay.
Oh shit. Lauf. Lauf, 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 lauf. Wir müssen Munition sparen. Das ist für dich Rennen, Alter? Wow! Renn! Renn, 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 renn. Wir haben nicht so wie. Oh shit. Claire! Nicht schießen! Runter! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Gute Idee. Ach, ach du Schande! Ah! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße! Claire, steig aus! Steig aus, jetzt!
hier ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin. Wow, wo muss ich denn nochmal hinlaufen? Ich weiß es nicht mehr. Oh, da ist keine, da kann ich nicht lang. Kann ich auch gerade... Kann ich auch gerade die Kamera nicht anmachen, Leute. Ich bin sofort wieder, mit meinem Face bei euch. Ich glaube, ich muss hier irgendwo lang. Versuche mich zu erinnern, wie der zweite Teil war. Also, der erste, zweite. Sind alle so. Alle verwandelt. Warte. Schwupp. Da ist sie. Die Polizeistation. Boah, das sieht so cool aus. Und ich habe nicht mal alles auf Fully Completi hier eingestellt. Ey, voll geil. Und es sieht schon so mega geil aus. Wie es dann erst aussehen muss. Bleib bloß liegen, du Drecksack. Wo muss ich denn aber... wo muss ich denn aber lang? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Muss ich nicht da irgendwie, Ah, scheiße. Fuck. Okay, warte, wir rennen mal hier lang. Da kann ich nicht lang. Ich geh drauf, ich geh jetzt drauf, ich geh jetzt drauf, ich geh jetzt drauf. Ich geh sowas von drauf. Renn, 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 renn. Wow, wow. Bams. Alter, die ist spezial, ne? Komm, ne? Fuck, ey, der ist beschäftigt, der behebt sich, glaube ich. Kann ich hier rein? Ach, das ist auf. Na gut. Dann hätte ich direkt da reinfallen können. Ich dachte, ich muss irgendwie so einen Schalter tatsächlich bewegen oder so. Ach, nee, wir gucken hier draußen erstmal nicht um. Wir gehen erstmal rein. Das können wir gleich noch machen. Ja, und hier sind wir jetzt da, was ich halt auf der Gamescom schon gespielt habe letztes Jahr. Ist irgendjemand hier? Wo ich, ja, das war die längste Schlange auf der Gamescom. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ich habe, glaube ich, mit meinem Bruder, ja, einen Tag haben wir tatsächlich nur für Resident Evil angestanden. Ich glaube, 5 Stunden oder so. Yeah, Pistolenmunition. Jetzt war die Zwischensequenz auch flüssig, ne? Ich glaube, ich gehe gleich hin, wenn ich abgespeichert habe und starte das Spiel unter einem anderen Speicherpunkt nochmal neu und lade euch, das euch nochmal extra dazwischen, weil die Anfangssequenz ja doch hier und da ein bisschen geruckelt hat. Die Box kennen wir auch. Hm? Speichern? Ich habe doch die Box hier angeklickt. Okay. Ne? Kennen wir auch noch. Aus dem ersten Teil. Das Remastered, was wir gespielt haben. Was haben wir hier? Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Verstärkung. Ostkorridor. Sollte den Typ suchen. Ja, stimmt. Kann ich mich wieder daran erinnern, dass wir da... Genau. Okay, wir müssen aber erstmal gucken, dass wir irgendwie Heilung finden. Was haben wir hier? Haben wir Spray? Das ist schon mal sehr gut. Ich würde aber lieber erstmal nur eine Pflanze nehmen, weil wir sind jetzt nicht so angeschlagen und Heilungsspray ist eigentlich immer ein bisschen stärker als eine grüne Pflanze. Hier haben wir schon mal erste Aussparung. Und ich überlege tatsächlich gerade, ob ich doch mit einem Controller spielen soll. Weiß noch nicht. Und wir machen auf jeden Fall jetzt gleich eine Pause. Sonst werden die Folgen echt viel zu lang mit dem Rennen. Hier haben wir erste Rätsel.
können wir nichts machen, aber können wir uns ja schon mal merken. Ich meine, hier oben wäre irgendwo eine Pflanze gewesen. Ich glaube, ganz hinten oder so. Uff. Ah, nee. Pistolenmunition. Und ich muss die Mausempfindlichkeit etwas höher stellen. Mache ich gleich, wenn ich kurz Pause mache. Hier war... Da ist ein Symbol, da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Ich will aber auch erstmal noch nicht irgendwo rein, sonst werden wir gleich wieder angegriffen. Ich will erstmal... Ich kann schwören, dass hier unten schon irgendwo eine Pflanze war. Also eigentlich oben, aber dass hier generell irgendwo schon eine Pflanze war zum Einsammeln. Ja, rumschön, der Geile. Okay, warte. Warte. Inventar ist I oder was? Ja. Wenn Sie Schaden nehmen, wechselt Ihre Gesundheitsanzeige von gesund zur Warnung und schließt zur Gefahr. Wenn Sie Gefahr sind, sollten Sie schnell mit einem Kraut- oder Erste-Hilfe-Spray. Da kennen wir alles. Sind ja Profis. Benutzen. Ja, komm, dann nehmen wir das halt. Ich glaube tatsächlich, dass es Verschwendung war. Aber da wir halt auch auf Standard spielen... Nachladen, bitte. So, speichern wir doch mal eben. Wir können ja hier jetzt speichern ohne Farbbänder. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte gern wirklich die Kombination gehabt mit Farbbändern, aber normale Gegner so. Aber naja, gut. Ich muss überschreiben. Ja. Und das war's dann leider erstmal schon für die erste Folge. Weil sonst überziehe ich wieder. Ihr kennt das ja. Bis, ich hoffe, ihr seid dabei. Boah, ich habe so Bock, ne? Und das läuft echt flüssig. Und ich hoffe, die Aufnahme ist auch flüssig, dass ich euch das, auch wenn es mit der Kamera jetzt nicht so gut ist und so. Und, wie gesagt, es wird ein bisschen dauern. Wahrscheinlich wird es dann wirklich alle 3 Tage oder so. Ich versuch's. Wir haben ja jetzt Wochenende. Ich versuch's, dadurch, dass es mit dem Rendern so lange dauert, ne? Ich muss das schneiden und rendern und so. Das ist dann immer ein bisschen, als wenn ich das direkt raushauen kann, so wie ich mir das OBS immer mache. Ne? Aber ich gebe mir Mühe, weil bei so einem Spiel immer so lange Pause ist dann auch ein bisschen scheiße, ne? Verstehe ich dann. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo Tastenkürzel ist. So.